Hallo liebe Erdlinge, hallo liebe noch Nicht-Veganer. Ich habe heute hier im Interview den Professor Dr. Nico Freuzheim, seines Zeichens Geologe und Klimaaktivist, unter anderem auch ganz aktiv bei Extinction Rebellion. Hallo Nico, grüß dich. Hallo Tim. Erstmal vielen herzlichen Dank für das Interview. Wir haben uns eben im Vorgespräch darauf geeinigt, wir reden heute mal ein ganz kleines bisschen, ganz spontan über Methan. Du sagst, du hast gerade vor einer Woche eine Abhandlung, eine Studie oder was ist das? Was hast du da eingereicht? Ja, ein wissenschaftliches Paper über Methanemissionen im Nachgang der Hitzewelle, die im letzten Sommer in Sibirien stattgefunden hat. Ja. Große sibirische Hitzewelle. Was hat die Hitzewelle mit Methanemissionen zu tun? Wie hängt das zusammen? Erklär uns das mal. Ja, das hängt zusammen mit dem Auftauen der Permafrostböden. Permafrostböden, das sind ständig gefrorene oder ständig unter 0 Grad Temperatur befindliche Böden. Und davon gibt es viel große Flächen in der Arktis, Kanada, Sibirien. Und durch die Erderwärmung werden die früher oder später weitgehend auftauen und haben schon damit angefangen. Und dabei wird Methan freigesetzt. Da wird CO2 freigesetzt und Methan. Einerseits aus der, oder vor allem aus dem Abbau von Pflanzenresten und auch tierischen Resten, die in diesen Böden enthalten sind. Also das sind dann tiefgefrorene Pflanzenreste, die schon teilweise viele tausend Jahre alt sind und die nie zersetzt und abgebaut worden sind. Und Tierleichen, da gibt es auch viele Mammuts drin in Sibirien. Und dann, wenn es auftaut, dann fängt es an, sich zu zersetzen. Mikroben zersetzen das dann. Und wenn das unter Sauerstoffmangel geschieht, dann entsteht Methan und wenn genug Sauerstoff dabei ist, dann entsteht CO2 und diese Gase dampfen dann aus den Permafrostböden raus. Und das sind beides Klimagase, CO2 und Methan, führt beides zur Erwärmung. Aber Methan ist noch deutlich schlimmer, weil Methan eben noch in wesentlich stärkerem Maße als CO2 Wärmestrahlung absorbiert und nicht aus der Erdatmosphäre rauslässt. Also der Treibhauseffekt wird durch Methan noch stärker bewirkt. Und es gibt viele, viele verschiedene Quellen für Methan. Und eine davon ist eben dieses Auftauen des Permafrosts. Bisher ist das noch eine kleine Quelle, aber das wird möglicherweise wesentlich stärker. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Emissionen, die durch menschliches Handeln verursacht werden, wie jetzt zum Beispiel das Verbrennen von Kohle oder auch die Verdauung von Wiederkäuern, von Rindern und Schafen und so weiter. Und wir haben natürliche Prozesse, aber das Ganze ist natürlich nicht mehr natürlich, in dem Moment, wo diese natürlichen Prozesse beschleunigt werden durch unsere anthropogenen, durch unsere menschengemachten Emissionen. Ja, also verstehe ich das richtig, weil wir das Klima erwärmen durch unser Handeln, durch unsere Industrialisierung, durch immer mehr, immer schneller, immer mehr in die Luft blasen, heizen wir den Planeten auf und dadurch tauen dann halt die Permafrostböden, die unter normalen Umständen eigentlich wahrscheinlich gefroren bleiben würden. Ich habe jetzt in Erinnerung in Sibirien, also da oben über dem nördlichen Wendekreis, da ist die Erwärmung sogar ganz extrem. Also wir haben eine durchschnittliche Erwärmung von 1,1, 1,2 Grad, glaube ich.
Aber in Sibirien waren ja Rekordwerte. Hast du da Zahlen im Kopf? Ja, also über das ganze Jahr 2020 sind dort in Sibirien die Durchschnittstemperaturen sind um 6 Grad, also in dem am stärksten betroffenen Bereich sind die um 6 Grad über dem Vergleichswert. Und der Vergleichswert ist der Durchschnitt von 1900, ich glaube von 1980 bis 2000. Das ist so die Baseline, die Basis. Und da ist es um 6 Grad drüber gewesen. Also ich bin mir nicht ganz sicher über den Vergleichszeitraum, aber jedenfalls eine extrem starke Temperaturanomalie. Und es war 2020 die stärkste auf der Erde global. Und das nennt man arktische Verstärkung, dass die Klimaerwärmung in der Arktis und in der Antarktis stärker ist als global und vor allem in der Arktis. Und das kommt eben, hat verschiedene Ursachen, die arktische Verstärkung. Eine Ursache ist, dass wenn das Meereis schwindet, dann hast du da keine weiße Eisbedeckung mehr, sondern einen dunkelblauen Ozean. Und während die weiße Eisbedeckung die Sonnenstrahlung weitgehend reflektiert, absorbiert der dunkle Ozean die Sonnenstrahlen. Und dadurch, wenn du die Eisbedeckung wegmachst, nimmt das System mehr Energie auf. Ja. Und dadurch verstärkt sich in der Arktis die Erwärmung. Der sogenannte Albedo-Effekt, Genau, als Albedo-Effekt ist der das, dann ja, schwindet, genau. ja. Und habe ich das richtig in Erinnerung? Wir hatten in Sibirien letzten Sommer über 35, 40 Grad teilweise. Ja, es war also 38,4, glaube ich. Das war in Werchojansk. Ja. Und das ist eine Stadt im östlichen Sibirien, die nördlich vom Polarkreis ist. Das heißt, da Wobei, ist dann ordentlich der Permafrost angetaut worden. ja, wobei solche hohen Temperaturen sind nicht so extrem selten. Das war zwar ein Rekord, aber in Sibirien ist es häufig im Sommer sehr warm, eben durch das kontinentale Klima. Aber im letzten Jahr war es extrem, dass es einfach so lange sehr warm gewesen ist. Also diese Hitzewelle, die hat viele Monate gedauert. Und das war das Krasse letztes Jahr in Sibirien. Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass das Methan ein höheres globales Erwärmungspotenzial hat, also schlimmer wirkt, einen stärkeren Treibhauseffekt hat als CO2. Ich habe dazu ja auch schon mal recherchiert, der IPCC, der Weltklimarat, der spricht ja immer von so einem 100-Jahres-Mittelwert von 28, also dass Methan 28 mal stärker die Erde aufwärmt als CO2, wenn wir einen Mittelwert von 100 Jahren nehmen. Aber wenn wir uns jetzt angucken, dass unsere Kippelemente kurz davor sind zu fallen, dann ist es vielleicht gar nicht so günstig, wenn wir sagen, was passiert denn durchschnittlich über 100 Jahre, sondern da sollte man mal gucken, was passiert denn in den nächsten 10, 20 Jahren. Wie ist denn da das globale Erwärmungspotenzial von Methan? Also deutlich höher. Den Zahlenwert weiß ich jetzt. Hast du das, weißt du denn vielleicht auf 20 Jahre? Also ich meine, auf 20 Jahre wäre irgendwas um die 85, 86. Ja, sowas um den Dreh. Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Also heutzutage von dem sogenannten Klimaantrieb oder Strahlungsantrieb, da macht Methan ein Viertel, glaube ich, also 25% von dem, was CO2 macht. Genau. Der Strahlungsantrieb durch CO2 ist so bei 2 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche. Also das CO2, was in der Atmosphäre ist, das wirkt wie eine Heizung, die jeden Quadratmeter mit 2 Watt wärmt. So. Und Methan ist bei 0,5 Watt pro Quadratmeter. Also ist noch
ist noch schwächer. Das hängt damit zusammen, dass halt von dem Methan viel weniger in der Atmosphäre ist. Der Anteil ist viel geringer. Bei CO2 haben wir so 415 ppm und bei... Also Teile pro Million. Pro Million. Und bei Methan haben wir 1900 ppb, Teile pro Milliarde. Das heißt 1,9 ppm. 1,9 ppm. Also okay. Um Größenordnungen weniger als CO2. So. Und jetzt ist das aber das mit diesem Global Warming Potential oder diesem eben diese Klimawirkung von Methan, das hängt sehr davon ab, welchen Zeitraum wir betrachten, weil das Methan wird relativ schnell abgebaut in der Atmosphäre. Das CO2 ist sehr langlebig und das Methan nicht. Das Methan wird halt irgendwann oxidiert. Das Methan ist jetzt CH4, ein Kohlenstoff, 4 Wasserstoff. Wenn das dann in der Atmosphäre ist, dann wird es irgendwann oxidiert und dann kriegst du auch wieder CO2 und H2O. Aber und deswegen hält sich das so lange. Mit anderen Worten, am Anfang haben wir das Methan, was sehr stark aufwärmt, aber am Ende bleibt trotzdem noch CO2 übrig. Also das Methan ist jetzt nicht so, als ob es nach 10, 20 Jahren weg ist, sondern es bleibt dann als CO2 übrig. Ja, im Wesen, genau. Und eben am Anfang entwickelt so ein Methan, was heute emittiert wird, eine große Klimawirkung. Und mit der Zeit wird die Klimawirkung dann geringer, weil es einfach abgebaut wird. Mhm. Aber wenn man so IPCC, wenn die dann diese langfristige Global Warming Potential, das langfristige Erwärmungspotenzial betrachten, dann ist das halt ein bisschen blauäugig, weil es geht nicht darum, was in 100 Jahren passiert, sondern möglicherweise geht das alles viel schneller und es kommt eben bald zu diesen Kipp-Elementen. Ja, ich habe mal ein interessantes Beispiel gehört. Ich glaube, es war Dr. Silas Rao von Climate Healers. Der hat das so veranschaulicht. Könnten Sie sich vorstellen, an einem heißen Sommertag in einer dicken Winterjacke durchzuhalten, 10 Stunden? Und da sagt man natürlich so, nee, dann überhitze ich irgendwann, dann kippe ich um. Ja, aber das IPCC sagt ja, aber die Jacke ist gar nicht so dick. Das ist ja nur ein dünner Windbreaker. Ja, dann sagt man ja, okay, mit einem dünnen Windbreaker, da werde ich nicht ganz so heiß, da kippe ich nicht um. Aber de facto ist das mit dem Methan ja so, ich muss die ersten 2 Stunden die dickste Jacke anziehen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Genau. Und dann darf ich sie ausziehen. Im Mittelwert ist es so dünn wie ein Windbreaker, aber in den ersten 2 Stunden kann ich ja schon überhitzen und umkippen. Und damit meint er dann das Kippen der Kippelemente. Also wenn wir den Planeten jetzt am Anfang so stark erhitzen, dass uns die Permafrostböden auftauen und da weitere Methanemissionen hinzukommen, dann ist das ja auch nicht mehr aufzuhalten. Wir können ja keinen Deckel drauf machen, oder? Eben das. Also es ist, es ist die Frage, wie viel Methan kann da freigesetzt werden? Und da gibt es, also wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist, man sagt eben immer, die Wissenschaft, so let's unite behind the science und so, folgen wir der Wissenschaft, aber im Fall von diesen Methanvorräten, die da mobilisiert werden können, wir wissen nicht, wie viel da rauskommen kann aus dem Permafrost. Und das macht es für mich zu so einer unheimlichen Angelegenheit. Also nochmal, die Quellen von Methan sind, zurzeit spielt der Permafrost noch keine große Rolle in den Methanemissionen. Zurzeit, wie du gesagt hast, die Verdauung der Wiederkäuer macht was, Kühe, Schafe ist eine Quelle, dann Feuchtgebiete und Feuchtgebiete emittieren viel und dazu gehört auch der Reisanbau. Ja. Also
liebe Veganer, das ist auch ein großer, Posten, Reisanbau, weil das ein Reisfeld ist ja ein Feuchtgebiet und da finden dann auch diese Prozesse statt, mikrobiell, die dann zur Methanemission führen. Dann auch völlig natürliche Feuchtgebiete. Es gibt zum Beispiel eine sehr große Methanquelle im Südsudan. Wenn man sich so die Methanwerte auf der Erde anschaut, Südsudan ist in den letzten Jahren eine riesige Methanquelle, weil dort ist es feuchter geworden. Dort gibt es solche großen Sümpfe, die sich jetzt ausgebreitet haben, weil das ist ein Gürtel, wo es feuchter geworden ist in den letzten Jahren durch den Klimawandel. Mhm. Und dort diese Sümpfe, die emittieren sehr viel. Dann Erdgas ist ja zum größten Teil Methan. Und bei der Förderung und dem Transport in Pipelines, hat es immer Undichtigkeiten, da kommt Methan raus. Und gerade in diesen Fracking-Gebieten in USA, da ist ja das Fracking ist ja im amerikanischen Mittelwesten riesig gefördert worden und hat jede Menge neue Fracking-Plants gegeben und die sind dann jetzt mit dem Verfall der Preise sind die pleite gegangen und stehen einfach da und lassen das Methan entweichen. Das ist auch ein Riesenproblem. Mhm. Und dann eben die Sache mit dem Permafrost. Und es gibt eine sehr gute Ressource, das ist so eine Karte, eine interaktive Karte, die heißt PULSE, P-U-L-S-E. Kann man sich anschauen und da sieht man die Methankonzentrationen über die Erde. Das ist eine Karte der Erde, dann sieht man, wo, also so grün mit niedrigen Konzentrationen und immer röter die höheren Konzentrationen. Und eben die große Unbekannte ist, wie viel kommt beim Permafrost raus, wenn das auftaut. Und es scheint eben so zu sein, oder es mehren sich die Anzeichen, dass das nicht nur Methan emittiert wird aus der Zersetzung von organischer Substanz in den Böden, sondern dass auch Methan oder Erdgas emittiert wird, das sich unter dem Permafrostdeckel angestaut hat. Das sind im Grunde Erdgaslagerstätten, die nach oben abgedichtet werden durch diesen undurchlässigen Permafrostdeckel. Und wenn der jetzt durchlässig wird, dann kommt Erdgas aus der Tiefe. Und da wissen wir nicht, wie viel das ist. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, es ist ja, du sagst ja auch, es ist schwierig, das Ganze zu messen. Wahrscheinlich gibt es da auch nur Schätzungen von den Wissenschaftlern, dass die Methanlagerstätten im Permafrost und unterm Permafrost insgesamt mehr Treibhausgase ausmachen, als wir seit Beginn der industriellen Revolution an menschengemachten Treibhausgasen emittiert haben. Kann man das so sagen? Diese Vergleichszahlen weiß ich jetzt nicht, aber es sind gigantische Reserven. Mhm. Und eben, was wir jetzt gefunden haben, ich habe mit zwei Kollegen zusammen, einem Russen und einem polnischen Geologen und russischen Geologen, habe ich verglichen die Methankonzentrationen, wie die sich im letzten Jahr entwickelt haben, anhand dieser Karte, PULSE, habe ich verglichen mit der Geologie, mit dem geologischen Aufbau des Untergrundes. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass zum einen, dass die Methanemissionen in Nordsibirien stark in die Höhe gegangen sind, in dem Bereich, wo das Maximum von der Hitzewelle war. Und zum anderen, dass das sich an ganz bestimmte geologische Formationen hält. Und zwar gibt es da so zwei Streifen, wo Kalkstein, Carbonatgesteine an der Erdoberfläche anstehen. Und diese beiden
Das sind so mehrere hundert Kilometer lange Streifen von diesen Carbonatgesteinen. Und in diesen Streifen ist signifikant erhöhter Methangehalt in der Atmosphäre, der dann durch Satellitenmessungen festgestellt und auf dieser Karte zu sehen ist. Und das bedeutet, dass wir dort Methan im letzten Jahr, Methan in die Atmosphäre ausgestoßen haben, das nicht aus der Zersetzung von organischer Substanz in den Böden gekommen ist, sondern aus der Tiefe. Und in diesen Streifen, in diesen beiden Gebieten, da gibt es auch gar keinen Boden. Da steht das Gestein, der Kalkstein steht da an der Erdoberfläche an. Das heißt, da kommt Methan von unten. Und das ist eine ganz neue Sache. Das ist noch nirgends wirklich beobachtet worden. Also in diesen Permafrostgebieten. Und das ist sehr beunruhigend. Sehr beunruhigend. Und dieser Kalkstein ist durchlässig, sodass das Methan da aufsteigen kann, oder? Genau, wahrscheinlich ist das deswegen, genau, du hast in diesem Kalkstein so Klüfte und Höhlen, der ist verkarstet. Mhm. Und diese Klüfte und Höhlen, die sind gefroren. Normalerweise sind die mit Eis und mit Gashydrat gefüllt. Und jetzt taut es von oben her auf und dann wird es instabil. Und dann kriegst du in diesem Kalkstein, weil du dort diese Bruchsysteme und so hast, da kriegst du dann sehr schnell Beweglichkeit oder Wegsamkeit. Also, und deswegen ist es wahrscheinlich schwer bevorzugt in diesen Kalksteinhorizonten. Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Reisanbau zurückkommen. Ich habe hier so ein kleines Büchlein, das habe ich mal gefunden. Kleine Gase. Oh ja, genau, habe ich auch. Und da steht drin, Methan stammt zu 29% aus fossilen Brennstoffen. Das ist dann wahrscheinlich bei der Förderung und beim Fracking, was da austritt und bei den Pipelines, was du eben sagtest. Zu 27% aus der Viehhaltung, also wirklich aus der Verdauung von Wiederkäuern und 23% aus der Mülldeponie, wahrscheinlich unter Abschluss von Sauerstoff, dass da Dinge vermodern. Ne, hängt mit der Lebensmittelverschwendung mit Sicherheit auch zusammen, weil das sind ja organische Stoffe, die da sich zu Methan umformen. 11% Reisanbau und 10% Biomasse und Biokraftstoffe. Ja, also ich möchte damit nicht sagen, Reis ist kein Thema. Selbstverständlich sollte man auch zusehen, möglichst wenig Reis zu konsumieren. Aber Fleisch von Rindern, von Schafen und auch Milchprodukte von Rindern sind natürlich auch an zweiter Stelle, 2% weniger als das, was aus den fossilen Energien kommt. Ein riesengroßer Faktor. Also da denke ich mir, wenn wir die Tierprodukteindustrie runterfahren können, dann ist das schon ein sehr, sehr großer Faktor, den das ausmachen kann. Du hattest ja eben gesagt, Methan macht ungefähr ein Viertel der gesamten Strahlungsenergie aus, also ein Viertel der menschengemachten Erderwärmung, sagen wir mal so. Weißt du, ob dieses Viertel errechnet wurde mit dem 100-Jahres-Mittelwert, mit dem Global Warming Potential von 28, den das IPCC immer anwendet? Nee, dieses Viertel, das ist einfach das, was das Methan jetzt macht. Das hat gar nichts mit dem... Also. Das hat nichts mit diesem Global Warming Potential zu tun, sondern das ist der Strahlungsantrieb, der jetzt stattfindet. Also... Dieser Strahlungsantrieb, das ist ja eine komplizierte Sache. Das ist im Grunde der Unterschied von der reinkommenden Energie, Strahlungsenergie und der rausgehenden Strahlungsenergie. Also von der Sonne kommt das Licht auf die Erde und von der Erde wird Wärmestrahlung in den Weltraum abgestrahlt. Und wenn das gleich viel ist, dann
ist die Erde in einem thermischen Gleichgewicht und oder Energiegleichgewicht, dann ändert sich die Temperatur nicht. Mhm. Und wenn du aber dadurch, dass wir die Treibhausgase anreichern in der Erdatmosphäre, ist das Strahlungsgleichgewicht gestört und es geht jetzt mehr rein, als rausgeht. Und dieser Unterschied, das sind zwei Grad, zwei Komma etwas Watt pro Quadratmeter. Und da dran, und dann kommt dann eben, was, wer ist schuld? Und da ist es so, CO2 ist schuld mit viermal so viel, CO2 hat einen viermal so hohen Anteil am heutigen Strahlungsungleichgewicht als Methan. Mhm. So geht die Sache. Und also es wird quasi nach den Konzentrationen aktuell in der Atmosphäre geschaut. Genau. Und wie viel trägt das zu diesem Abblocken der Wärmeabstrahlung? Genau. Und da ist es jetzt so, dass eben Methan ungefähr ein Viertel macht von dem, was im Moment CO2 macht. Genau. Und das andere, dieses Global Warming Potential, das ist halt die Betrachtung, wenn ich jetzt so und so eine bestimmte Menge emittiere, welche Auswirkungen hat das auf die zukünftige Entwicklung? Und das ist dieses GWP oder Global Warming Potential. Okay. Und natürlich, also ich hoffe, das wird hier nicht alles zu theoretisch und wissenschaftlich. Ja, also und da macht es natürlich Sinn, wenn man das immer auf den gleichen Zeitraum vergleicht. Aber rein theoretisch könnten wir auch sagen, wir gucken jetzt mal uns alle Treibhausgase an. Was haben die für ein GWP, für ein Global Warming Potential auf 20 Jahre? Ja. Und dann würde es für CO2 keinen Unterschied machen, weil das baut sich ja nicht ab. Das bleibt hunderte Jahre gleich. Lachgas auch, glaube ich, 1000 Jahre oder so, ne? Das ist auch stabil, ja, genau. Ja, das heißt, Methan sollte doch eigentlich das Maß der Dinge sein, wenn man es vernünftig vergleichen möchte. Ja, also jedenfalls, oder es kommt darauf an, was man für einen Zeithorizont hat. Und wir haben keinen Zeithorizont von 100 Jahren mehr. Mhm. Bei uns geht es wirklich um, also die Sache, das Klimasystem steht wirklich am Kippen. Steht vor dem Kippen. Und wir müssen jetzt wirklich uns Gedanken machen, wir müssen notfallmäßig raus aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Mhm. Wir müssen dann notfallmäßig raus. Und diese Idee, die man so früher hatte, das geht alles ganz langsam und dann geht das irgendwie, das Problem haben dann irgendwelche zukünftigen Generationen. So schaut es nicht mehr aus. Es schaut so aus, dass wirklich unsere Kinder und unsere Enkel dann schon wirklich die volle Breitseite abkriegen, wenn wir jetzt nicht die Wende schaffen und jede Tonne CO2, die wir jetzt verhindern können, zählt. Ja. Es gibt ja diese Carbon Budget Uhr, also das Kohlenstoffbudget, was vom IPCC festgelegt wurde. So viel CO2-Äquivalente können wir noch emittieren, um unterhalb der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben. Jetzt ist das Problem bei dieser bei diesem Carbon Budget ja einerseits, das hat nur eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, also so sicher ist die ganze Sache nicht. Darüber hinaus ist Methan da auch nur mit dem 100-Jahres-Mittel eingerechnet in diese Äquivalente. Und dann ist ja auch noch die Frage, ob diese 1,5-Grad-Marke tatsächlich die richtige Schwelle ist. Ich sehe die 1,5-Grad-Marke eher als einen Kompromiss der Politik an, auf dem Pariser Klimaschutzgipfel in 2015, als dass es wirklich eine reelle Marke ist. Ich denke da immer an eine Grafik vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung von Herrn Schellenhuber.
Da sind sechs Kippelemente, die durchaus auch schon unterhalb der 1,5 Grad Marke fallen können. Siehe Permafrost, siehe Abschmelzen des arktischen Sommereises, siehe Abschmelzen der antarktischen Eisflächen, der Gipfeleisflächen oder Gletschereisflächen. Und wir beobachten ja in den letzten Jahren, dass immer ständig neue Nachrichten reinkommen. Ups, da ist jetzt was Schlimmes passiert. Da haben wir nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Also die Wissenschaftler korrigieren immer ihre konservativen Schätzungen und sagen, verdammt nochmal, das ging jetzt viel, viel schneller. Und auf dieser Carbon Budget Uhr stehen jetzt im Moment 6 Jahre und ein paar zerquetschte. Wenn wir das Ganze jetzt mal damit einrechnen, dann haben wir viel, 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 viel weniger als 6 Jahre. Also eigentlich müssen wir jetzt die Kehrtwende machen. Also Vollbremse, oder? Genau, Notbremse. Und also es wird so ein bisschen, ich meine, es ist natürlich unrealistisch zu sagen, wir steigen jetzt von einem Tag auf den anderen aus den fossilen Brennstoffen aus. Aber es ist auch unrealistisch zu sagen, wenn wir 2050 klimaneutral sind, dann ist es gut. Und wenn man das sagt, 2050 klimaneutral, dann funktioniert es bei den Politikern sofort so, die sagen ja, okay, dann peilen wir das mal an, dann machen wir mal kleine Schritte, wo die Wähler nicht böse werden und in die richtige Richtung und so. Und dann wird es einfach weiter, das wird die Sache weiter aufgeschoben, prokrastiniert. Das wird einfach weiter in die Zukunft verschoben. Und das ist das Gefährliche bei den Budgets, dass man dann sagt, okay, muss ja vielleicht noch nicht in meiner Legislaturperiode sein, sondern wir machen das dann in der nächsten. Und auf diese Weise ist das alles immer verschoben worden. Und jetzt ist es wirklich allerhöchste Zeit und jetzt müssen wir raus. Und jede Tonne CO2, deren Emissionen wir verhindern, zählt. Und was wir 2035 machen, das zählt nicht, sondern es zählt, was jetzt gemacht wird. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir müssen jetzt. Das ist so ein bisschen, wir rasen auf den Abgrund zu. Und wir sagen so, in 5 Metern müssen wir mal auf die Bremse treten. Aber wir haben nur noch 20 Zentimeter, bis wir runterfallen. Ja, wir wissen nicht genau, wie weit. Wir wissen nicht genau, wie weit der Arbeit ist. Nicht mehr weit weg, ist nicht mehr weit weg. Mhm. Und ich glaube, das müsste bei den Leuten sich ins Bewusstsein kommen. Wir müssen jetzt handeln und es muss jeder handeln, was er kann. Wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, dann sagen die, ja, müsste man jetzt nicht Atomkraftwerke bauen? Und das ist es immer, müsste man. Die Leute denken immer, ja, könnte man ja sich, überlege ich mir was Schönes und dann soll irgendjemand die Atomkraftwerke bauen. Aber es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendwas macht, sondern es geht darum, was kann jeder Einzelne tun? Und was jeder Einzelne tun kann, ist, alle Leute informieren, sein Treibhausgas-Footprint verbessern und Widerstand leisten. Widerstand leisten ist meiner Meinung nach keine Möglichkeit, sondern das ist eine Pflicht. Wenn ich sehe, dass in Deutschland solche abartigen Sachen immer noch passieren, wie Braunkohlenverbrennung, und wenn ich mir klar bin darüber, was Braunkohlenverbrennung bedeutet und dass das die klimaschädlichste Art der Energiegewinnung ist, dann ergibt sich für mich daraus die Pflicht, dagegen Widerstand zu leisten. Und das ist was ganz Handfestes, was jeder machen kann. Jetzt irgendwo auf irgendwelche Zukunftstechnologien setzen. Irgendjemand wird schon irgendeine tolle Zukunftstechnologie sich überlegen und dann wird alles besser. Dafür ist es zu spät. Ja. Jede Tonne, die jetzt emittiert wird, zählt.
Wir reden von einem ganzen Planeten, ne? Also selbst wenn jemand eine tolle Erfindung hat, die muss ja auch erstmal auf dem ganzen Planeten gebaut werden, ne? Und dafür braucht man Zeit, man braucht Energie, man braucht Ressourcen und man braucht Arbeitskräfte. Das wird in der Kürze der Zeit nicht hinhauen. Jetzt sprichst du natürlich immer von CO2 und oder viel von CO2 und von Energie. Wie siehst du das mit der Ernährung? Also in meinen Augen ist es eigentlich die schnellste und effektivste Maßnahme, die ein Einzelner ergreifen kann. Also ich kann nicht ohne Energie leben. Strom brauche ich irgendwie, Heizung brauche ich irgendwie. Ich kann versuchen, dass das aus erneuerbaren Quellen kommt. Aber letzten Endes, wenn ich meinen Stromanbieter wechsle, heißt das noch lange nicht, dass das Braunkohlekraftwerk abgeschaltet wird. Es kommt immer noch ein Strommix aus meiner Steckdose. Das Einzige, was ich durch den Wechsel eines Stromanbieters tue, ist ja investieren in die Transformation des Energiesektors. Ich schalte die Emissionen nicht sofort aus, nur weil ich jetzt Greenpeace Energy habe zum Beispiel. Bei der Ernährung ist es natürlich so, in dem Moment, wo ich sage, ich esse kein Fleisch mehr, ich esse keine Tierprodukte mehr, schalte ich auch nicht sofort die Tierzucht aus, aber ich schalte die Nachfrage aus und ich sorge dafür, dass da eine Industrie, die relativ schnell transformiert werden kann, ausgehungert wird, indem sie kein Geld mehr bekommt, indem ich sie boykottiere. Ich denke mir mal, wie wunderbar wäre das, wenn die komplette Klimaschutzbewegung sagen würde, wir werden jetzt alle vegan. Dann könnten Agrarsubventionen die Verluste in der Tierindustrie nicht mehr auffangen. Und dann müssten die Landwirte sagen, ja, okay, mit Tieren verdiene ich kein Geld mehr. Ich nehme jetzt mein Land und meinen Trecker und anstatt da Mais für meine Tiere anzubauen, baue ich da jetzt Kartoffeln oder Süßlupinen oder Soja oder sonst irgendwelche Leguminosen, Erbsen und so weiter an. Weil irgendwas müssen die Leute ja essen. Ist ja nicht so, als ob die Kundschaft weg ist. Ja, genauso wie wir Energie brauchen, brauchen wir ja was zu essen. Nur es ist einfach viel, viel effizienter, viel, viel klimafreundlicher. Und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Effekte hinzu, nämlich die Umweltschädlichkeit von Tierprodukten, die ja auch, ne, Artensterben und Wildniszerstörung und wir zerstören CO2 senken. Das heißt, durch die Abholzung des Regenwaldes für Futtermittelplantagen machen wir das Gegenteil von wir sparen jetzt mal Treibhausgase ein. Also was sagst du dazu? Die persönliche Ernährungsumstellung als die mächtigste und direkteste Klimaschutzmaßnahme, die eine Einzelne ergreifen kann. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also mit unserer Ernährung können wir viel verändern. Und einige von den schlimmsten Sachen, die zurzeit stattfinden, ist gerade in Deutschland, haben einfach mit dieser Tierindustrie zu tun. Also ich glaube, von den Tieren, die hier in Deutschland geschlachtet werden, die leben zu einem Viertel von Eiweiß, das aus Amerika, Nord- und Südamerika importiert wird. Und vieles davon, oder das meiste davon, Soja aus Südamerika. Und dafür wird der Regenwald abgeholzt. Dann wird das über den Atlantik transportiert. Dann werden bei uns hier diese armen Schweine und Rinder damit gemästet. Dann werden die geschlachtet und dann wird es sogar noch exportiert an andere Orte. Also das ist wirklich so ein sinnloses und toxisches System, dass man da schon allein keine Lust mehr hat, irgendwie noch Fleisch zu essen. Das finde ich wirklich ganz schrecklich, was da passiert. Diese Tierindustrie. Also abgesehen von ethischen Gründen, die auch verbieten, dass man nicht menschliche Tierarten einfach umbringt,
abgesehen von ethischen Gründen, ist es auch als im Hinblick auf Klima einfach ganz, ganz schlimm, was da geschieht. Und das müssen wir auf jeden Fall möglichst schnell beenden. Und da passiert ja auch viel. Und ich meine, wir müssen zu einer Gesellschaft finden, wo wir einfach diesen Ernährungssektor dazu nützen, dass wir satt werden und nicht dazu, dass wir Profit machen. Also im Moment ist es ja so, dass der ganze Ernährungssektor dem Profit dient. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Ernährung muss dazu da sein, dass die Leute satt werden und möglichst wenig Unheil anrichten. Also auch das jetzt so unglaubliche Mengen von Lebensmitteln weggeschmissen werden, teilweise noch original verpackt, irgendwie 10% vom Hausmüll sind original verpackte, nicht mal ausgepackte Lebensmittel. Das ist doch fürchterlich. Und es hängt aber alles zusammen mit dem Überangebot und diesem System, dem Ernährungssystem, was geändert werden muss. Und das wiederum hängt ab von unserer Nachfrage. Ne? Also weil ich jederzeit alles verfügbar haben will im Supermarkt, wird es angeboten. Weil ich im Frühling anfangen will zu grillen, wird das Fleisch angeboten. Weil ich immer Käse und Milch und was nicht alles haben will, wird es angeboten. Wenn ich es nicht haben will, kann damit niemand Geld verdienen. Ne? Ja, und also ich glaube, dass solche Sachen jetzt wie zum Beispiel wie, so Ernährungsbildung in Schulen und Kindergärten und so, das ist, glaube ich, eine unheimlich wichtige Sache. Da kann man wirklich ganz viel über die Kinder halt auch kann man diesen Einfluss in die Familien tragen. Also bei mir war das auch so. Ich bin seit 3 Jahren erst, oder seit 3,5 Jahren Vegetarier und so. Und wir sind irgendwie da so, wir sind immer sehr mit Nachhaltigkeit unterwegs gewesen und so, haben uns viel Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht. Und dann hat irgendwann unser Sohn gemeint, der war dann so ein bisschen genervt. Und er hat gesagt, ihr redet immer viel von Nachhaltigkeit, aber ihr seid auch nicht bereit, euren Lebensstil zu ändern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich mich irgendwie herausgefordert gefühlt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das. Ab jetzt sind wir Vegetarier. Probieren wir das mal vegetarisch zu leben. Und seitdem sind wir zumindest Vegetarier. Und unser Sohn, der ist mittlerweile ganz, ganz starker Veganer. Und jetzt bekehrt er uns schön langsam. Ja. Immer mehr zum Veganismus. Es ist so, wenn man irgendwann anfängt, sich was zu ändern, wenn man irgendwann anfängt, was zu ändern, dann will man mehr ändern. Das ist irgendwie so ein, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Leuten, die sich Tattoos stechen lassen. Wenn die ein Tattoo haben, dann werden es immer mehr Tattoos. Ja. Und so ist es auch, wenn man mit Nachhaltigkeit anfängt. Wenn man irgendwo anfängt, dann denkt man sich sofort, irgendwann denkt man sich dann, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Und ich glaube, kleine Veränderungen können dann schnell zu einer großen Umstellung führen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Wenn ich mit unserem vierbeinigen Mitbewohner spazieren gehe, Man ist nicht immer vorbereitet und hat eine Tüte dabei oder eine Einkaufstasche oder eine Jutetasche dabei, um unterwegs Müll zu sammeln. Ne? Aber dann liegt da Plastik und da Plastik und ich denke mir so, aber jetzt wo ist der nächste Mülleimer und jetzt ist da so ein siffiges Stück Plastik und so. Und dann geht man dran vorbei und ärgert sich, dass andere Menschen Plastik in den Wald schmeißen. So. In der Sekunde, wo ich das erste Stück Plastik aufgehoben habe, wo ich mich gebückt habe, das erste Stück Plastik in der Hand habe, dann sind die Finger sowieso schon dreckig. Ne? Da gehe ich an keinem einzelnen Stück Plastik mehr vorbei, ohne das nicht aufzuheben. Ja. Wenn ich das erste nicht aufhebe, bleibt alles liegen. Genau. Das ist immer so dieser,
Ah, jetzt aber richtig, ne? Und dann Genau. kommt man dann so beim nächsten Mülleimer an. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen, ja. Ich finde es schön, dass du das mit den Kindern und Jugendlichen sagst. Ich glaube, das ist auch ein großes Potenzial in dieser For-Future-Bewegung, in der Fridays for Future-Bewegung, die ja hauptsächlich getragen wird durch junge Menschen. Und die liegen ihren Eltern ja am Herzen. Das heißt, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, Papa, Mama, wir müssen jetzt hier mal, wir brauchen grünen Strom und wir müssen mal hier den Fleischkonsum reduzieren und ihr dürft nicht mehr so viel Auto fahren und in Urlaub fliegen wir nicht, da habe ich was dagegen, weil es ist meine Zukunft. Denkt ihr nicht an eure Kinder, denkt ihr nicht an unsere Zukunft. Und ich glaube, dass dadurch ältere Menschen tatsächlich viel eher bereit sind, sich zu ändern für ihre Kinder, als für so ein abstraktes Ziel wie, wir müssen die Zukunft retten für die nachfolgenden Generationen. Natürlich sind die eigenen Kinder die nachfolgende Generation, aber das fühlt sich nicht so direkt an, wie wenn das Kind sagt, pass mal auf, ich habe in der Schule was gelernt, wir müssen jetzt hier zu Hause mal was anders machen. Und da sehe ich auch tatsächlich ein sehr großes Potenzial. Deswegen sind wir ja mit Vegans for Future tatsächlich darauf spezialisiert, genau diese Klimaschutzbewegung der jungen Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, Okay. wir haben hier Informationen, wie man das Klima schützen kann, wenn man kein Auto hat und kein eigenes Haus hat. Und ne, ihr könnt nicht den Stromanbieter wechseln mit 13 Jahren, mit 15 Jahren, das machen eure Eltern. Ne, ihr könnt nicht sagen, ich lasse jetzt das Auto stehen, ihr fahrt sowieso nur Bus und Fahrrad. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt was anderes essen. Das ist gerade für junge Menschen ist die Ernährungsumstellung, die Ernährungswende, die Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Weil die anderen Dinge fallen ja gar nicht in ihren direkten Einflussbereich. Und dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen das dann anders machen, geht es natürlich auch in die Elterngeneration rein. Das finde ich Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. ganz wichtiger Ansatz, genau. Nee, das finde ich super, dass ihr das macht. Ja, also gerade weil wir halt anfangs auch gemerkt haben, die Fridays for Future Bewegung fokussiert sich sehr, sehr stark auf die Energiewende. An zweiter Stelle ist die Mobilitätswende. Und alles ist immer fokussiert auf die Politik muss machen. Und du sagtest eben ganz richtig, wenn ich immer erwarte, dass die anderen machen, dann kann ich lange warten. Ich kann, ne, ich finde, das ist keine Entweder-oder-Frage. Ich kann nicht sagen, also entweder die machen was oder es passiert nichts. Oder entweder wir machen was oder die machen was. Wir stehen an einem Zeitpunkt, der so kurz vor diesem Abgrund ist, dass wir alle alles machen müssen. Genau. Und das bedeutet, Absolut dass ich bei mir einverstanden. anfangen muss, denn nur wenn ich etwas anders mache, sagt ja vielleicht die Industrie, oh, das Klimaschädliche wird seltener gekauft, das Klimafreundliche wird öfter gekauft, dann verändern wir mal unsere Produktionslinien. Oder die Politik sagt, oh, die Bevölkerung interessiert sich mehr für klimafreundliche Dinge, dann brauchen wir ja gar nicht mehr so auf den Lobbydruck der klimaschädlichen Industrien reagieren. Weil wir verlieren unsere Wähler nicht, wenn wir es mal umweltfreundlicher gestalten. Genau, ich glaube auch, dass in der Bevölkerung ist die Sorge wegen der Klimakrise schon größer als die Politiker das denken. Politiker, die meisten Politiker, die denken immer noch, ja, wir können den Leuten nichts zumuten und so wegen CO2-Steuer und so, aber die Leute machen sich richtig heftig Sorgen wegen der Klimakrise. Das haben wir, hat auch Umfragen gegeben, die das gezeigt haben. Und die Politiker, die müssen das jetzt auch mal langsam auf die Reihe kriegen. Und jetzt hat ja erfreulicherweise heute was war jetzt Bundesverfassungsgericht, glaube ich, So, der das, ach ja, warte. dieser Klimaklage Ja. gegen die Regierung zugestimmt. Das finde ich sehr gut.
Das Klimaschutzgesetz greift aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zu kurz. Die Bundesverfassungsgericht. Richter verpflichteten den Gesetzgeber am Donnerstag, bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Ja, da ist ja erstmals sind die Lebensgrundlagen und die Freiheit der Menschen der nachfolgenden Generationen auch als Entscheidungsgrund herangezogen worden, ne? Genau. Der Ja. Paragraph 20a, Schutz der Lebensgrundlagen und Tiere. Ja. Schutz der Lebensgrundlagen und der Tiere. Ja, vielleicht an dieser Stelle, weil dieses Interview jetzt nicht live läuft, sondern ich das in ein paar Tagen erst online stelle. Also jetzt gerade ist der 29.04., falls ihr euch wundert, dass wir über alte Kamellen sprechen. Ja. 2021. Genau, der 29.04.2021. Naja, so lange wird es nicht dauern, bis das Ganze online geht. Aber ich habe noch ein, zwei Videos in der Pipeline, die vorher rausgehen. Ja, Nico, es ist nicht mehr 5 vor 12, oder? Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir Wir müssen, können nicht in die Zukunft gucken, ne? können nicht in die Zukunft gucken, aber wir müssen uns versichern gegen einen potenziellen Totalverlust. Wir müssen uns versichern gegen einen potenziellen Totalverlust. Und wir wissen nicht, wann und wie und so, aber es ist, die Sache ist sehr gefährlich und wir müssen alles tun, damit kein Totalverlust eintritt, kein Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation und kein noch größeres Artensterben, als wir es eh schon haben. Was meinst du, ist es eigentlich wichtig, darüber nachzudenken oder herauszufinden, wie viele Minuten ist es jetzt vor 12 oder nach 12? Weil ich sage immer, eigentlich ist das völlig irrelevant. Ich muss sowieso das Maximum an Klima- und Umweltschutz leisten, weil eins weiß ich, es ist kurz vor knapp. Wie kurz vor knapp ist doch eigentlich egal, oder? Genau. Und wir müssen da einfach alles nach vorne werfen. Wir müssen alles nach vorne werfen. Und das müssen und auch unsere Politiker verstehen irgendwann. Deswegen helfen wir ihnen immer, indem wir Blockaden machen und Demonstrationen, Proteste, Das ist vielleicht, damit ich das auch mal verstehe. ja, das ist vielleicht ein schöner Abschluss. Erklär doch mal, warum Extinction Rebellion sich dazu entschlossen hat, zu blockieren. Weil der Durchschnittsbürger, der Otto-Normalverbraucher, der in seinem Auto sitzt und jetzt im Stau steht, weil da jetzt so ein paar Bekloppte meinen, sie müssten sich auf die Straße setzen, der versteht das ja nicht. Der ist ja nur genervt und er denkt sich, was soll das alles? Die verrückten, linksgrünen Versifften, meinen, sie müssten mir jetzt hier meine Zeit klauen. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Was für einen Sinn macht es, wenn wir Straßen blockieren, wenn wir Autobahnen sperren, wenn wir uns in Bäume hängen, die abgesägt werden sollen? Was für einen Sinn macht das? Erklär mal. Ich glaube, der Sinn ist, die Leute sehen, dass es uns total ernst ist. Also wenn wir so eine Blockade machen oder wenn wir uns an der Staatskanzlei vom Herrn Laschet festketten, wie das neulich geschehen ist, dann machen wir etwas, was sehr plakativ ist, und wir legen uns mit der Polizei an. Und wir kriegen Nachteile. Also, es zahlt uns keiner dafür. Wir kriegen nichts dafür. Und wir haben nur Nachteile. Nachher kriegen wir irgendwelche Bußgeldbescheide. Wobei ich habe heute gerade aus Berlin einen Brief gekriegt, dass eins der Verfahren eingestellt worden ist. Also vielen Dank, Berlin. Ein Verfahren, der Polizeipräsident in Berlin, das vorbezeichnete Verfahren habe ich aus rechtlichen Gründen eingestellt. Also
Also das ist so, wir machen was, wir hängen uns rein und wir zeigen bis zur Selbstaufgabe, dass es uns ernst ist. Und ich denke, das macht die Leute schon nachdenklich. Das fährt den Leuten ein. Also die sehen, hier sind Menschen, die machen etwas, was ihnen ansonsten, also ich meine, ich bin wirklich ein gesetzestreuer Bürger gewesen, mein ganzes Leben. Ja? Aber wenn es so schlimm ist, wenn die Gefahr so groß ist, dann muss man auch einfach mit Einsatz, mit ganz großem Einsatz zeigen, wie ernst es einem ist. Es reicht nicht jetzt über Klimawandel und Klimakrise und so zu reden, sondern Extinction Rebellion demonstriert, dass es uns extrem ernst ist. Zum Beispiel, indem sich Leute allein auf eine Straße setzen. Wie das neulich geschehen ist bei der Rebellion of One, dass viele sich allein vor die Autos gesetzt haben. Und das ist eine Riesenüberwindung. Aber wir zeigen eben damit Opferbereitschaft und wir zeigen, dass es uns extrem ernst ist. Und das ist ein Verhalten, was dem Ernst der Krise angemessen ist. Und wenn wir dann eine Gerichtsverhandlung haben, dann nutzen wir das, um dem Richter zu erklären, wie die Klimakrise funktioniert, wie der Treibhauseffekt funktioniert und wie ernst das alles ist. Ja. Und ich habe von dem, wie heißt er, Roger Hallam, ist das der Gründer von Extinction Rebellion? Einer der Gründer. Das prominenteste Gesicht dieser Bewegung, sage ich mal, habe ich gehört, es geht auch darum, die Justiz zu beschäftigen und die Staatskräfte zu beschäftigen, um halt einfach zu sagen, da passiert was, die Bevölkerung ist nicht einverstanden. Wir müssen jetzt da mal handeln, weil sonst legen die uns den ganzen Staatsapparat lahm. Ja, und das funktioniert natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen. Je mehr Menschen auf der Straße sitzen und sagen, ich ziehe hier eine Grenze, ich möchte, dass die Rettung der Zukunft meiner Kinder jetzt einfach mal ernst genommen wird, nur dann bewirkt es auch was. Ne? Wenn wir kleine Moskitos bleiben, die hier und da mal ein bisschen pieksen, dann hilft es nicht wirklich viel. Wir müssen viele werden. Ja, und es gibt ja genug Beispiele, wodurch sind die Briten aus Indien vertrieben worden, die britischen Kolonialherren sind aus Indien vertrieben worden durch zivilen Ungehorsam, durch gewaltlosen zivilen Ungehorsam. Wodurch ist das Apartheidsregime in Südafrika vertrieben worden oder abgeschafft worden durch zivilen Ungehorsam? Wodurch ist die Rassentrennung in USA abgeschafft worden durch zivilen Ungehorsam? Und da hilft kein gutes Zureden. Also ziviler Ungehorsam ist gewaltloser ziviler Ungehorsam ist wirksamer als Überzeugungsarbeit. Das muss einfach und da, es muss natürlich stärker werden. Es muss stärker werden. Ja. Es ist jetzt so ein bisschen in die Corona-Falle geraten. Also wie auch die Fridays sind ja auch ein bisschen in der Corona-Falle hängen geblieben. Ja, leider. Ne? Und aber da war diese Rebellion of One natürlich eine wunderbare Lösung. Also ich fand, das war ein genialer Schachzug, zu sagen, ja, dann machen wir es halt alleine. Genau. Das bedeutet natürlich viel, viel mehr Überwindung. Oder auch diese Aktion, wo unsere Mitmenschen von Extinction Rebellion in einem Flugzeug kurz vorm Start aufgestanden sind und gesagt haben, ich möchte dieses Flugzeug verlassen. Und dann ihre Worte an die versammelte, an die Passagiere da gerichtet haben, gesagt haben, die Klimakrise können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das war natürlich ärgerlich für die Leute, die jetzt pünktlich auf Malle ankommen wollten. Aber es ist in die Medien gekommen, es ist in die Öffentlichkeit gekommen und das Thema wurde wieder wichtiger und ja. Genau. Also, ganz, ganz großartige Aktion. Das kommt, also bewundere ich auch die Leute, die sowas machen. Also dass sich in ein Flugzeug setzen und dann aufstehen und sagen, ich will das nicht, ich bin dagegen und
denn diesen Abflug verhindern oder zumindest verzögern. Das sind schon wirklich, da gehört schon extrem viel Mut dazu. Oh ja. Extrem viel Überwindung. Finde ich also, super. Also ich persönlich würde es mich nicht trauen. Ich auch nicht. Ich habe schon große Probleme damit, wenn jetzt eine Extinction Rebellion Blockade ist, mich da mit auf die Straße zu setzen, wenn die Polizei sagt, jetzt müsst ihr aber mal weg da. Das ist einfach so tief in mir verwurzelt, diese Gesetzestreue. Das ist schon sehr, sehr aufregend. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen immer uns diese Balkenwaage vorstellen. Was ist denn wichtiger? Heute irgendwie uns ans Gesetz zu halten, damit wir keinen Stress mit der Polizei haben und kein Ordnungsgeld bezahlen müssen? Oder morgen hier die absolute Klima- und Ökokatastrophe erleben müssen und unseren Kindern sagen müssen, es tut mir leid, mein Kind, aber auf diesem Planeten kann man leider nicht mehr überleben. Wir haben nicht alles getan, was wir hätten tun können, weil wir waren zu feige. Ja, und also das ist ja wirklich ein Problem von meiner Generation. Also seit in den letzten 30 Jahren ist die Hälfte von dem CO2 emittiert worden, was heute was überhaupt insgesamt emittiert worden ist. Das ist unglaublich. Das sind 30 Jahre. Ja. Seit 1990. Weil es einfach immer stärker geworden ist. Immer mehr. Und das hat, also ich war Ende der 80er Jahre, da war ich an der ETH Zürich, an der Uni, und da habe ich mit Leuten gesprochen, die haben das vollkommen auf dem Schirm gehabt. Ein Kollege von mir, der hat uns das so beim Tee erklärt, wie das funktioniert mit dem Treibhauseffekt und der Erderwärmung. Und ich habe mir damals gedacht, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Mhm. Aber Und auf diese Weise sind nochmal 30 Jahre ins Land gegangen. Also das ist fürchterlich, ist fürchterlich. Ja, und wir stehen vor der Vernichtung allen Lebens, wie wir es kennen. Ich sage immer so schön, die einzigen, die vielleicht eine Party feiern, am Ende unserer Grillparty, am Ende des Anthropozän, sind vielleicht die Kakerlaken, die freuen sich dann. Man sagt ja, die überleben alles. Die tanzen dann auf unseren Gräbern. Für die gibt es dann genug zu fressen. Jetzt ein bisschen, um es ein bisschen schwarz zu malen an der Stelle. Lass uns den Kakerlaken die Party verhageln. Genau, das machen wir. Ja? Super. Okay. Wir Vegans for Future und wir von Extinction Rebellion. Alles klar. Nico, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Es war ein super Gespräch, danke dir. Mach weiter so und wie gesagt, wir müssen was dagegen tun. Schließt euch Extinction Rebellion an, schließt euch Vegans for Future an, schließt euch Klima- und Umweltschutzbewegungen an. Tut was. Zugucken hilft nicht. Genau, super. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ciao, Tim.